Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu SQL. Dieses Mal möchte ich euch noch ein paar Sachen zu Select zeigen, die ich noch nicht erwähnt habe, weil sie nicht ganz so einfach sind. Und zwar, wenn wir nur die ersten x Ergebnisse haben wollen, dann gibt es da auch Möglichkeiten dafür. Also sagen wir mal, wir haben hier dieses Select All from Customer und wir wissen nicht ganz genau, wie viele Ergebnisse es gibt und wir wollen zur Laufzeitsicherung, sagen wir mal, nur die ersten 5 Stück haben. Dann gibt es dazu mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was ihr für eine Datenbank benutzt. Ich habe das Glück, die HSQL-Datenbank, die nimmt 2 von 3 Möglichkeiten. Also relativ cool. Ich muss sagen, ich finde die immer besser. Und zwar ist die erste Select Top 5, also die obersten 5 from Customer. Wenn ich das Ganze ausführe, kriege ich hier eben die obersten 5 Ergebnisse. Wenn ich dann natürlich sortiere, kriege ich ganz andere Ergebnisse, wie wenn ich hier einfach Select All from Customer mache. Also wenn ich jetzt Order by First Name habe, da muss man dann natürlich mehr drauf achten. Wenn ich Order by First Name habe, kriege ich zuerst mal Andrew dreimal, dann Anne und dann Bill. Wenn ich hier nichts schreibe, dann wird automatisch nach der ID sortiert und ich kriege ganz andere Ergebnisse. Also immer schön drauf achten. Okay, das wäre die erste Variante. Das ist normalerweise für SQL Server oder MS Access, also Microsoft Access. Aber hier in HSQL scheint es auch zu funktionieren, wie man sehen kann. Gut. Die zweite Möglichkeit ist hier ein Limit anzugeben. Das funktioniert in den meisten Datenbanken, eingeschlossen MySQL. Was euch wahrscheinlich dann am ehesten interessieren wird. Ja, hier einfach Limit 5 eingeben oder von mir aus auch Limit 10, dass ihr einen Unterschied seht. Limit 10 gibt mir eben die ersten 10 Ereignisse oder halt Tabelleneinträge. So, und dann noch eine spezielle, ich glaube für Oracle war die gedacht. Da heißt das where RowNum, also die Anzahl an Zeilen kleiner als 10. Das wird jetzt bei mir einen Fehler schmeißen, weil es kennt RowNum nicht, also die gibt es einfach gar nicht. Ja, User Lacks Privilege or Object Not Found. Also einfach ausprobieren, was da bei euch funktioniert. Normalerweise sollte aber Limit recht gut funktionieren oder Top könnte auch funktionieren. Das Schöne an Top ist, ich kann hier auch noch eine Prozentzahl angeben. Also sowas wie 5 oder sagen wir 10% sollten bei 50 Einträgen. Ah, okay. Ach so, ja. Spezial SQL braucht alles hier. Nein. Wirklich nicht? Okay. Also theoretisch sollte man so noch Prozent angeben können. Okay. Na dann. Also manchmal kann man Prozent angeben, manchmal kann man es nicht angeben. Ihr müsst da wirklich ausprobieren. Also wenn man Top benutzt, dann kann man es theoretisch auch noch in Prozent angeben. In meinem Fall scheinbar nicht. In meinem Fall geht nur Top 5. Oder ihr benutzt halt einfach Limit. Ha, was passiert jetzt? Okay. Ja, da wollte ich ein bisschen fies sein. Gut. Was wir jetzt noch machen, ist Like. Da habe ich euch ja schon mal mitgedroht. Ja, Like ist ein Pattern. Also ich sage hier einfach where first name und dann sage ich nicht gleich oder ungleich oder sonst irgendwas, sondern ich sage wirklich Like. Und habe hier dann ein Pattern. Und dieses Pattern, das möchte ich jetzt mit euch genau besprechen. Dieses Pattern ist nämlich nicht ganz so einfach zu verstehen. Ich zeige euch gerade nochmal kurz, wie die ganze Datenbank aussieht. Ups. Ja, so, wir wollen jetzt hier von mir aus alle Smith. Ne, wir wollen alle. Ach, egal. Es hat nicht unbedingt viel Sinn, wenn man Like benutzt, aber ich zeige es euch trotzdem, weil ihr es einfach wissen solltet. Okay, also wir haben hier die Möglichkeit, also das ist immer in so einem String drin, und dann haben wir die Möglichkeit, einen Buchstaben zu ersetzen durch irgendwas, so sieht es aus wie ein Smiley, ich weiß. Einen Buchstaben durch einen beliebigen zu ersetzen und vorne dran muss irgendwas stehen, zum Beispiel ein O. Und noch ein O und jetzt sieht es noch schlimmer aus wie ein Smiley. Nee, und hier haben wir dann ein O und dann ein Lo. Und es funktioniert nicht.
Und warum funktioniert es nicht? Weil ich hier schlauerweise nicht City, sondern First Name geschrieben habe, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. So, jetzt haben wir hier einen Buchstaben ersetzt. Also hier könnt jetzt statt Oslo könnten wir auch Oflo und Otlo und was weiß ich alles hier finden. Aber wirklich nur einen einzigen Buchstaben. Wenn wir mehrere Buchstaben ersetzen wollen, haben wir dieses Prozentzeichen. Da sind dann einfach mehrere Buchstaben. Es muss, also das Einzige, was hier jetzt noch drin steht, ist, es muss auf LO aufhören. Da kann natürlich schon einiges drin sein. So, und wenn ich jetzt hier dann auch noch, ups, das brauchen wir, wenn ich hier jetzt auch noch 1% reinhaue, dann heißt es, vorne dran dürfen so viele kommen, wie wollen, hinten dran dürfen so viele Buchstaben kommen, wie wollen, und in der Mitte muss irgendwo mal ein L stehen. Und da haben wir dann schon mehrere Möglichkeiten. Und hier kann ich dann natürlich auch noch schreiben, wie viele sind. Also wenn ich hier jetzt nur zwei habe, dann bleibt jetzt hier zum Beispiel nur noch ja, alles, was zwei Buchstaben hat und danach ein L hat. Also da kann man relativ viele Matches mit erzwingen. Man sollte sich halt nur irgendwie im Klaren sein, was man da tut. Ja, muss nicht unbedingt sinnvoll sein. Gut. Wenn wir jetzt hier natürlich dieses Prozentzeichen auch wirklich drin haben wollen, dann müssen wir das irgendwie maskieren. Maskieren kann man mit einem Backslash. Das heißt gerade, wir wollen, also das, was ich hier geschrieben habe, wir wollen zwei Buchstaben, dann wollen wir ein L und dann wollen wir tatsächlich ein echtes Prozentzeichen haben und dann muss aber auch schon fertig sein. Da gibt es natürlich keine Stadt, weil keine Stadt ein Prozentzeichen enthält. Okay. So, jetzt hatten wir ja das Problem mit einer Straße, die mal null war. So, und jetzt füge ich die noch ganz kurz hier mal wieder ein. Insert. Oh Gott, was ist denn heute los? Ich pausiere euch gerade mal so lange und füge da einfach noch was ein. So, ich habe jetzt mal hier einen Customer eingefügt, 51 mit dem Vornamen Nobody. Und wenn ich jetzt hier Select All from Customer mache, dann passiert Folgendes. Wir haben hier dreimal die Werte null. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch abfragen können, ob es denn Werte gibt, wo irgendwas null ist. Also sagen wir where, das macht man auch über where. Und jetzt sagt man hier last name, also wenn wir bei last name gucken wollen, is null. Und das überprüft einfach. Habe ich irgendwo einen Eintrag, wo der Last Name null ist? Hier könnte ich genauso gut Street oder City natürlich hinschreiben. So, und jetzt habe ich natürlich, hätte ich gerne nur die Werte oftmals, die nicht null sind, weil ich das nicht abfange in meiner Datenbank oder weil zum Beispiel Mobilnummern, also sagen wir mal, irgendein Unternehmen hat haufenweise Kunden gespeichert und die haben auch noch alle eine Mobiltelefonnummer. Und jetzt wollen sie alle auf dieser Mobiltelefonnummer anrufen. Aber das war keine Pflichtangabe, deswegen haben es nicht alle angegeben. Und deswegen braucht man nur die Werte, wo dann not null ist. Und dann kriegen wir eben alle außer den letzten Wert. Und das ist nicht geplant gewesen. So. Ja. Also wir haben hier die Möglichkeit, auf 0 zu prüfen oder auf nicht 0 zu prüfen. Gut. Wenn wir es mit gleich machen, ist es nicht wirklich immer sinnvoll. Da kommt einfach nichts raus. Es gibt keinen Fehler, das ist das Problem bei SQL. Es re akzeptiert relativ viel, aber es kommt kein Fehler. Probiert es einfach immer mit isNull. Ja, wenn wir nicht unterscheiden können, haben wir einfach den Namen nicht eingetragen. Also haben wir sowas wie einen leeren String drin stehen. Oder haben wir tatsächlich keinen Wert reinschreiben können. Dann sagen wir hier, or. Last name, oh Gott. Last name gleich dem hier. So, und dann kriegen wir natürlich hier das hier auch raus. Okay, also mit or natürlich dann nicht mit and, sonst hätten wir ein Problem. Okay, so. Und ja, nächstes Mal zeige ich euch dann noch das in, das ich euch schon angedroht habe. Und mal sehen, was wir dann noch alles hinkriegen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.